Hallo und willkommen zu einem neuen Video von TCH Support. Und ich möchte Ihnen in diesem Video gerne eine neue Funktion von Firefox 3.6 vorstellen, nämlich die Personas. Was sind Personas? Es wird gemacht, es ist ein Stil und damit wird das Design Ihres Firefox angepasst. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, naja, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Personas und einem Firefox-Theme? Schauen wir noch mal in die Theme-Sache rein hier. Und wenn ich jetzt mal auf die Seite der Firefox-Themes gehe, was ist der Unterschied? Ein Firefox-Theme ändert alles. Das ändert auch die Icons hier oben, kann insgesamt das ganze Interface ändern. Und die Personas ändern nur das Hintergrundbild von diesem, gegebenenfalls Schriftarten und das hier unten. Das ist alles. Grundsätzlich Buttons und so stützen sich auf dem Standardthema. Okay, Personas erscheinen beim ersten Mal, wenn man Firefox 3.6 startet oder wenn man einfach Personas eingibt in seiner Leiste. Dann landet man auf dieser Seite, kann sich dieses Video anschauen und dort kann ich ganz einfach mir aus Hunderten von Themen eins aussuchen. Grundsätzlich reicht es mit Mouse Over drüber zu fahren. Bei mir klappt das nicht so wirklich. Aber das ist nicht so wichtig. Und es gibt hunderte von Personas. So schnell. Und natürlich haben wir auch wir eins gemacht, nämlich tch-support.com gebe ich mal ein. Okay, kommt nichts. Allerdings ist das ziemlich neu. Okay, es kommt nichts. Dann bin ich gezwungen, dass ich Ihnen einen Link rechts mal mache in die Videobeschreibung und die noch einblende, wo Sie das Personas von TCH Support runterladen können. Sie sehen es jetzt sowieso hier oben in dieser Leiste, dass Sie hier das haben. Und es gibt für Personas noch ein kleines Add-on, das sehen Sie dann hier, das können Sie sich runterladen. Und dann können Sie Personas verändern, das hat noch ein paar Vorteile. Und Sie können Ihr eigenes Personas damit machen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Ihr eigenes Personas machen möchten, das können Sie ganz einfach, das kann jeder machen. Einzige Voraussetzung ist, man erstellt sich einen Account auf getpersonas.com. Zweite Voraussetzung ist, man macht Bilder, also für die obere Leiste und für die untere Leiste. Und nicht zwingend erforderlich, aber man sollte es schon machen, ist, dass man seinen Personas testet. Sprich, man benutzt dieses Add-on und dort kann ich einfach das testen, indem ich einfach hier drauf drücke, dieses Menü anwähle und dann hier auf Personas anpassen und dann auf Bearbeiten gehe. Und dann kann ich hier alles eingeben für mein eigenes. Und wenn ich dann fertig bin, dann kann ich meine Bilder hochladen. Und dann wird in der Regel auch mein Persona in der Galerie angezeigt. Dauert natürlich, wie jetzt bei uns zum Beispiel, bis das Persona gezeigt wird. Aber ja. Für ganz harte werden die Personas erfreulich sein. Sie brauchen auch keinen Neustart. Wer aber auf die klassische Komplettlösung macht, der wird sich bei den Themes wohler fühlen. Noch für Leute, die sagen, ich möchte ein Theme erstellen, diese sind wesentlich schwerer und man muss wesentlich mehr Aufwand machen. Sie müssen CSS-Dateien erstellen, sie müssen eigene Buttons erstellen, aber dafür erhalten sie auch mehr. Ich meine, ich könnte jetzt mal kurz umschalten auf ein zweites Theme. Ich schalte mal hier auf NASA Night Lounge. Ein komplett anderes Theme. Sie sehen, dass nicht nur das obere und das untere hat sich verändert, sondern der gesamte Bereich. Buttons sind anders, wenn ich auf Einstellungen gehe. Hier hinten Hintergrundbilder, Schaltflächen. Das ist der Unterschied zu einem Theme. Möchte ich jedoch nur etwas verändern, dann wird mir auch ein Persona reichen. Was eigentlich, wir können unser Persona ausprobieren, wie Sie möchten.
Und wie jedes Mal in unserem Video freue ich mich auf Besuche auf unserer Website oder auf Besuche auf Twitter oder Folgen. Und natürlich auch darüber. Und ich freue mich natürlich auch darüber, wenn Sie uns abonnieren auf YouTube oder uns ein Feedback schicken an video@tch-support.com. Naja, das war's auch schon. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit dem Personas und Firefox 3.6. Tschüss.